Hallo, hallo, hallo. Ich grüße dich ganz herzlich. So schön, dass du mich hier wieder entdeckt hast. Ich würde heute mal gerne über so diese feine Gratwanderung mit dir sprechen. Zu deinen Wünschen, zu deinen Träumen, zu deinen Ideen, zu deinen Zielen, die du dir möglicherweise gesteckt hast zu Beginn dieses Jahres oder überhaupt schon seit einer Weile in dir trägst. In welchem Bereich das auch immer ist, sei es, dass du eine andere berufliche Situation gerne hättest, freier, selbstbestimmter sein möchtest, dein eigenes Ding machen möchtest, mehr Geld monatlich zur Verfügung haben möchtest oder auch privat oder auch gesundheitlich, wie auch immer. Meist sind es ja so diese beruflichen Situationen, die wir gerne anders hätten, was dann wiederum mit dem Geld verbunden ist, mit einem höheren Einkommen, um dann einfach auch mehr qualitative Zeit, zum Beispiel mit der Familie oder für sich zu haben. Und was daraus ja dann letzten Endes so das Resultat ist, ist, dass man dann, ja, ich sag schon mal, fast automatisch einen anderen gesundheitlichen Level hat. Ja, kenne ich von mir. Weil meine Seele, als ich mich noch so auf dem Holzweg befunden habe und ja, tagsüber Dinge gemacht habe, die nicht wirklich mir selbst entsprochen haben, hat meine Seele mir schon ganz klare Botschaften auf der körperlichen Ebene geschickt. Mit dem Hinweis, jetzt korrigier doch bitte mal deinen Weg. Und worüber wir uns da, und dazu würde ich dich gerne einladen, wirklich klar werden dürfen, wollte jetzt eigentlich sagen müssen, ich nutze das Wort ja nicht gerne, aber ich würde schon fast sagen müssen, Einladung an dich. Was denkt es da wirklich in dir? Wäre es nur schön, wenn, oder willst du es wirklich? Ein ganz entscheidender Unterschied. Wäre es nur schön für dich, wenn du ein anderes monatliches Einkommen hättest? Wäre es nur schön für dich, wenn du frei auf der Welt unterwegs wärst? Wäre es nur schön für dich, beruflich das zu machen, was dir wirklich Freude macht. Wäre es nur schön für dich, was auch immer du da in deinem Mind hast, oder willst du es wirklich? Ein erster Schritt, über den du dir Einladung klar werden darfst. Was willst du selbst eigentlich wirklich? Damit du mal die Klarheit hast, gibt es Dinge, wäre schön, wenn? Wäre schön, wenn ich Millionärin wäre, oder willst du es wirklich? So, und die Dinge, die du wirklich, wirklich möchtest, dir dadurch klar werden, da bekommst du ständig Impulse und Ideen und Anleitungen aus dem universellen Feld, auf welche Art und Weise auch immer, auf unterschiedliche Art und Weise. Also da geht nicht irgendwo der Himmel auf und da steht dann, mach das und das jetzt, sondern du bekommst es in Form von Ideen, in Form von Impulsen. Die Nachbarin erzählt dir irgendwas, wo es Klick macht, oder du liest irgendwo was oder was auch immer. Das ist damit gemeint, dass du ständig im Grunde genommen einen Wegweiser vom universellen Feld auf unterschiedliche Art und Weise bekommst, was es zu tun gibt, um das dann auch zu erreichen. Und solange wir diese Impulse missachten und ihnen nicht folgen, kann ja auch nicht das erfolgen, was man eigentlich im Leben haben möchte. Weil wir die Zutaten ja nicht zusammenfügen. Verstehst du? Beispiel. Du träumst vielleicht von einem freien Leben, von einem Online-Business. Also frei auf der Welt unterwegs zu sein, wie das ja auch meine Ausgangsposition mal war. Und völlig ortsunabhängig arbeiten zu können. Du träumst davon, nur Laptop und Computer und Handy zu brauchen, sonst nichts. So. Und da hast du wirklich die Energie, das wäre nicht nur schön, wenn, sondern das willst du wirklich. Dann bekommst du vom universellen Feld, um es mal so auszudrücken, den Impuls, jetzt zeig dich doch dann auch mal online, bau dir eine Community auf, egal wo, sei es auf dem YouTube-Kanal, auf Instagram, auf Facebook, wo auch immer, es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten.
Und dann setzt der Kopf ein, ach nee, da traue ich mich jetzt ja nicht. Muss ich da wirklich auf Instagram jeden Tag was machen oder welche Plattform da auch immer? Muss ich mich da zeigen? Ah nee, ich bastel erstmal eine Homepage vielleicht. Aber der klare Impuls war da, zeig dich auf einer Plattform, damit die Menschen dich auch finden können mit deiner wertvollen Botschaft, mit der du dir zum Beispiel ein Online-Business aufbauen kannst. Verstehst du? So bekommst du ständig bezogen auf dich. Lass das mal ein bisschen Revue passieren. Wie viele Impulse bekommst du täglich an Ideen, an Gedanken, was eigentlich zu tun ist, damit du Resultate erzielst? Aber wir folgen dem nicht. Ich kenne es nur zu gut auch von mir. Je mehr ich begonnen habe, die Impulse zu empfangen und auch zu sagen, puh, auch manchmal nachzufragen, meinst du das jetzt wirklich so? Also mit du ist jetzt das universelle Feld gemeint. Weil das kann ja auch sein, dass eine Nachbarin mir was erzählt und ich schnapp da was auf und auch dann, die Nachbarin hat sich ja nur zur Verfügung gestellt. Das universelle Feld hat durch sie gesprochen. Durch sie habe ich den Impuls bekommen. Und wenn ich da mal so zwischen zwei Stühlen sitze, weil es einfach unbequem ist, dem zu folgen, meinst du das jetzt wirklich, liebes Universum? Und lauscht auf den ersten Impuls und kommt ja. Naja, dann, das ist eines der Dinge, die ich gelernt habe. Je mehr ich diesen Impulsen folge, umso mehr wundersame Dinge geschehen im Außen. Und das ist unbequem oftmals. Und deshalb nochmal zurück zur Eingangseinladung. Werde dir bewusst über die Dinge, die du vorhast, dieses Jahr zu realisieren oder schon lange auf deiner Zielcollage hast, schon lange als Idee hast. Willst du das wirklich? Dann folg auch den Impulsen, die du bekommst. Oder wäre es nur schön, wenn? Dann ist ja alles gut. Also es gibt kein richtig und kein falsch, nur werde dir dessen bewusst, damit machst du es dir leichter. Definitiv. Und wenn du da ein bisschen Unterstützung und noch ein paar klare Impulse für dich haben möchtest, dann komm unbedingt in unsere Masterclass am 8. Februar. Da geht es dein Leben neu zu starten, wirklich die Klarheit zu bekommen, was dich in deinem Kern ausmacht und auch einen Plan anhand zu bekommen, dem du weiter folgen kannst. 8. Februar, du findest in der Nähe von dem Video hier den Link, klick drauf, melde dich an und dann sehen wir uns bei der Masterclass und ja, alles weitere dann gemeinsam. In diesem Sinne, hab noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.